Aber schönen guten Tag, meine lieben Meisters und Meisterinnen. Und was geht, Kryptogang? Wisst ihr, ich bin jetzt mal ehrlich, ich wollte schon viel früher ein Video machen, aber ich habe die ganze Zeit gewartet, dass hier irgendwie was Spannendes passiert. Und seit Tagen bimmeln wir hier bei denselben Preisniveaus rum und dafür soll ich dann jetzt aufhören zu traden, Geld zu verdienen, um euch zu erzählen, dass es nichts zu erzählen gibt? Nee, Freunde, da haben wir alle Besseres zu tun. Jetzt können wir aber kurz schnacken, einmal für alle zusammengefasst ein Update. Wo sind wir denn gerade mit dem Markt? Was ist jetzt gerade wichtig zu wissen? Und hier und da und tralala, kennen wir alles. Ich würde sagen, kommen wir schnell zu den guten bzw. eher neutralen Sachen, die an sich gut oder bzw. okay aussehen. Der Markt haben wir gerade gesehen, wie gesagt, eigentlich in einer völlig langweiligen Flex-Situation. Andere behaupten, es ist schon ein Verkaufsdruck oder so, aus Gründen, zu denen wir gleich auch noch kommen oder eventuellen Gründen, zu denen wir gleich kommen. Ich würde es aber, wie gesagt, einfach eine langweilige Flex-Situation nennen. Hier passiert im Prinzip nichts Außergewöhnliches. Und Grund dafür ist hier, dass die marktmachenden Daten alle im Prinzip wirklich gut aussehen. Die ETF-Inflows sind weiterhin nonstop im positiven Bilanzbereich. Bei GBTC, wie wir sehen, spült sich durchaus wieder vermehrt was raus. Aber BlackRock kompensiert das mit in den letzten Tagen echt massiver Performance. Die gehen brutal auf Überholspur. Und das übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Freunde. Guckt euch die ganze Geschichte hier mal an. BlackRock hat Grayscale jetzt mittlerweile tatsächlich überholt. Der iBit ETF ist jetzt der größte ETF. Grayscale GBTC wurde dadurch abgelöst. Und ich persönlich halte das so, ja, ich sag mal bauchgefühlsartig für eine gute News, dass BlackRock jetzt mehr Gewicht im BTC hat als Grayscale. Am Fee und Greed tut sich demnach weiterhin absolut gar nichts. Weiter mit 72 Punkten im absolut gierigen Bereich. Nichts deutet darauf hin, dass Leute jetzt irgendwie in Panik verfallen oder so. Wie gesagt, obwohl, ja, und da kommen wir jetzt zu dem, was ich gerade angesprochen habe, dass manche schon Schlagzeile machen, ob jetzt der Crash kommt und hier und da. Ihr kennt die ganzen Prophezeiungen, Freunde. Der Markt, der reagiert mit ein bisschen starken Aktionen darauf, dass sich eine große Summe aus der Mt. Gox-Sache bewegt hat. Was da genau los ist, Freunde, da haben wir letztens ein ausführliches Video zu gemacht und das Thema behandelt. Aber jetzt haben wir tatsächlich die ersten Zeichen, dass sich da wirklich was anbahnt. Denn es wurden gestern, wie ihr seht, 9,61 Milliarden Dollar von da aus bewegt. In Richtung eines Treuhands, der dann nach und nach die Geschädigten von damals ausbezahlen soll. Jetzt kann man nicht sagen, dass das sofort auf einen Schlag alles passieren wird, also die gesamte Summe, weil erstens, das wäre ziemlich kacke für den Markt und zweitens, glaube ich, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die eine Genehmigung dafür hätten. Also wie und in welchen Intervallen diese Gelder an die Gläubiger verteilt werden, ist bislang also noch relativ unklar, aber eines wissen wir jetzt auf jeden Fall seit der Bewegung von gestern, liebe Freunde. Es wird auf jeden Fall passieren. Was ja einerseits schön ist für die Geschädigten von damals, weil Mt. Gox hält Wort und auch noch Dekaden danach können die Leute sich sicher sein oder sich jetzt darauf freuen, ihr Geld zurückzubekommen, was man bei anderen Börsen FTX Palimpalim zum Beispiel nicht behaupten kann. Aber für den Markt ist das schon ein Impact, wenn das nicht irgendwie gestaffelt in Häppchen passiert. Ja, stellt euch vor, jetzt irgendwie 5 Milliarden, 6 Milliarden auf einen Schlag. Naja, das wird jetzt Krypto nicht beenden, aber es wäre auf jeden Fall spürbar und dann würden wir eher mit korrigierenden Kursen als mit steigenden Kursen rechnen. Es wird passieren, aber zumindest jetzt mit wirklichen Kurseinbrüchen reagiert der Markt nicht, Freunde, das haben wir gesehen. Der Markt erwartet jetzt, dass es da mehr zu sagen gibt und das warten wir mal ab. So, dann Bitcoin hier im Generellen, liebe Freunde, da skaliere ich mal ein bisschen weiter raus. Die Kurse, habt ihr jetzt hier übrigens recht, das sollte klar sein, liebe Freunde, ihr wisst, wo wir sind. Ich skaliere das mal so, dass wir es hier besser im allgemeinen Blick haben. Wie gesagt, jetzt gerade alles sehr unaufgeregt. Gemessen hier vom 1. Mai bis heute haben wir einen Top und einen Tief und wie ich jetzt auch schon bei vielen anderen Analysten gesehen habe, zeichnen die meisten dieses Tief bei 56.700 auch als aktuell denkbar schlechtestes Szenario ein, was irgendwie eintreten könnte. Ich persönlich bin da jetzt, und das wisst ihr, ich bin da ehrlich und transparent, viel zu wenig Chartanalyst oder Swing Trader oder was auch immer, um euch jetzt zu sagen, ja, das ist so oder das ist nicht so. Allerdings weiß auch ich, dass das natürlich ein Szenario ist, was im möglichen Bereich ist. Also welches Szenario bei Krypto ist eigentlich unmöglich zu erreichen. So, wobei wir ja hier ganz klar erkennen, liebe Freunde, wir haben seit dem 1. Mai eindeutig einen Aufwärtstrend. Also auch, dass das Hoch bei 71.800 durchbrochen wird, ist natürlich ein absolut denkbares und machbares Szenario. Und ich persönlich
Vorsicht, Spoiler, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich halte das für wahrscheinlicher, als dass wir unter 57.000, 56.000 gehen. Aber wen juckt das schon? Meine Meinung, Bitcoin zumindest, interessiert sie nicht. Ganz übergeordnet, Freunde, möchte ich mal wieder mit euch einen Blick darauf werfen, wo wir denn allgemein in diesem Zyklus schon sind. Was sagt uns unser magischer 2-Year Moving Average Multiplier? Die OGs von euch, die kennen und schätzen diesen Indikator sehr. Wir sind exakt in der Mitte, wie ihr seht. Ich skaliere es weiter raus. Jetzt sehen wir es. Da haben wir auch schön die 100k eingezeichnet an der Seite. Sozusagen könnten wir es jetzt die Halbzeit nennen, ne? Die Halbzeit dieses Bullenzyklus ist anscheinend erreicht, liebe Freunde. Zumindest kurstechnisch. Nicht zeittechnisch, kurstechnisch. Und da möchte ich einfach mal darauf hinweisen, liebe Freunde, dass unser Top da oben liegt, ja? Bei der roten Linie. Und in Vergangenheit war das Top auch gerne mal über der roten Linie, liebe Freunde. Und das liegt ungefähr bei 120.000 Dollarkes. Und das sei nur mal in den Raum gestellt, liebe Freunde. Dieser Indikator ist ja die Summe der Vergangenheit. Also, er ist ein geleitender Durchschnitt. Und wenn sich die Zyklen danach richten, was die vorangegangenen Zyklen gemacht haben, dann wird das so in etwa eintreten und da können wir uns drauf freuen, ja, mit Vorbehalt. Wenn das aber nicht so ist, also wenn das nicht nachfolgend so eintreten wird, wie gesagt, zeittechnisch, das können wir jetzt überhaupt gar nicht abmessen, was da jetzt noch kommt und wie und warum sich der Kurs in welcher Zeitspanne so bewegt, wie er sich bewegt. Aber sollte das am Ende, das Top da wirklich maßlos unterboten werden und nicht erreicht werden, dann haben wir nach diesem Bullrun, bitte zuhören, wie gesagt, jetzt gegenwärtig ist das nicht zu sagen, nach diesem Bullrun, diese Zeitspanne brauchen wir, die müssen wir uns einräumen, dann hätten wir den unumstößlichen Beweis, dass die Theorie von den sich wiederholenden Zyklen falsch ist. Punkt aus. Nach diesem Bullrun werden wir das sehen. Ist die Theorie, die OGs von euch, ihr kennt die Theorien, dass viele sagen, die Zyklen wiederholen sich, das ist jetzt der Bullrun, wo wir sehen werden, ob das wirklich so ist. Und wenn nicht, dann können wir nach diesem Bullrun sagen, dass diese Theorie falsch ist. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, bei der Hälfte angekommen, liebe Freunde. Somit haben wir in der Theorie in diesem Bullrun auf jeden Fall noch viel vor. So, einmal nochmal genereller Blick hier drauf, Freunde. Jetzt bin ich, was gibt es jetzt hier noch großartig zu sagen? Ich könnte jetzt hier noch einen Werbelachs reinhauen, um das Video irgendwie zu strecken, damit es monetarisiert wird. Brauchen wir alles nicht. Ich setze mich jetzt wieder ans Ninja-Scalping, liebe Freunde, und wir sehen uns auf Instagram. Alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden. Ich zünd mir jetzt immer einen guten Terrier an, liebe Freunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Ich bin doch schon wieder weg. Schönen Tag gewünscht. Bis morgen. Reingehauen.